Und schon wieder ist 1. August, der erste Tag im Monat, und damit gibt es natürlich die Lufthansa-Meilen-Highlights. Lufthansa Miles & More sagt, es stehen alle Zeichen auf Urlaub. Neben einer Auswahl an neuen Meilenschnäppchen, das ist ja eigentlich das, was für mich fast mittlerweile am interessantesten ist, gibt es natürlich noch einige Möglichkeiten, Miles & More Meilen zu sammeln. Die Kreditkarte hat Neuigkeiten, Steigenberger hat Neuigkeiten, wo es Meilen gibt, und Hotels and Cars by Points. Und es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten. Bleibt gespannt, was es da so gibt. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und mehr Status zu bringen. Deshalb abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst ein Like da aber auch. Kommentieren nicht vergessen. Am wichtigsten an dieser Stelle ist natürlich immer wieder das Meilensammeln. Und heute am 1. August ist alles auf Lufthansa Miles & More Meilen-Highlights abgestimmt. Heute gibt es wie immer noch mal einen Reminder. Die Aktion gibt es seit dem 1.7. Die läuft auch bis zum 30.9. Deshalb werde ich sie euch auch noch mal nächsten Monat vorstellen. Das sind die doppelten Lufthansa-Meilen außerhalb Europas. Meilen sammeln in Urlaub geht jetzt doppelt so schnell. Wer bis Ende September außerhalb von Europa auf Reisen ist, sammelt doppelte Prämienmeilen mit jedem Kartenumsatz. Dafür melden sich Teilnehmer einfach in der Webversion des Online-Kartenkontos oder in der Miles & More Kreditkarte-App unter der Aktion an. Anmeldung gilt auch rückwirkend. Das heißt also, wenn ihr schon gesammelt habt, es vergessen habt, könnt ihr einfach das heilen, indem ihr jetzt den Button drückt und damit die Meilensammelfunktion doppelte Meilen anstellt. Also insofern sehr, sehr gut und in meinen Augen auch sehr fair. Und Lufthansa geht natürlich jetzt weiter mit Meilenschnäppchen, ja. Das ist das Spannendste. In den Flieger fertig los, so heißt es. Mit Meilenschnäppchen reißt es sich einfach am besten. Und Abflüge mit der Lufthansa ab Deutschland. Ganz wichtig ist bei diesen, das ist eine Vorschau. Das heißt also, die Webseite von meilenschnäppchen.de ist noch nicht online, aber wir haben einen Vorgeschmack bekommen und ihr könnt halt warten, bis die Webseite wieder aktiv ist. Ich gebe euch mal ein paar Beispiele, was wir mitbekommen haben. Das wäre Business Class Hin- und Rückflug von Zürich aus, 25.000 Meilen, Buchungszeitraum 1. August, natürlich bis zum 31. August, aber der Reisezeitraum 15. September bis zum 31. Oktober. Wer weiter weg möchte, kann nach Denver hin und zurück fliegen. Für 55.000 Prämienmeilen, Buchungszeitraum 1.8. bis 31.8. Und Reisezeitraum ist bei den Langstreckenflügen natürlich ein anderer, 15.11. bis zum 31.12. 55.000 Prämienmeilen, hatte ich ja gesagt, ist halt wesentlich weniger als 112.000. Ja, da sollte man dankbar für sein. Mexico City Hin- und Rückflug, Buchungszeitraum auch hier wieder der Monat August. 1.8. bis 31.8. Reisezeitraum, weil Langstrecke bis 31.12. startet aber am 15. November. 60.000 Prämienmeilen dafür. Wer ein Fan der Premium Economy ist, kann Los Angeles mitmachen. Ich muss mal überlegen, ob ich das mache. 40.000 Meilen Los Angeles vom 1.8. bis zum 31.8. buchen, logischerweise 15.11. bis 31.12. fliegen, 2022. Interessant. Economy Class in meinen Augen nicht immer so ganz interessant, weil man natürlich in der Business oder aber sogar in der First Class natürlich den größten Bang for the Buck hat. Meilenschnäppchen sind auch in der Business Class und in der Premium Economy sehr, sehr schön. Economy Class selber, wer es möchte, wenn der Flug teuer ist, nach Toulouse oder nach Prag, 15.000 Prämienmeilen. Wer nach Los Angeles, San Francisco oder Seattle möchte, 30.000 Prämienmeilen. Denkt immer dran an den Buchungszeitraum, der ist bei beiden Flügen 1.8. bis 31.8. Aber bei den europäischen Strecken ist es Reisezeitraum der 15.9. bis zum 31.10. und bei der Langstrecke wäre es der 15.11. bis zum 31.12. Also, Los Angeles, San Francisco, Seattle in der Economy Class, wer sich das geben möchte, 30.000 Meilen, ist eigentlich ein richtiger Schnapper. Denkt dran, dass die Preise natürlich immer natürlich teurer werden, wenn ihr die Copay macht. Im Moment würde ich so rechnen mit etwas oberhalb der 500 Euro bei den Langstrecken zumindest. Weiter geht es aus der Miles & More Welt auch bei Eurowings Discover. Wer bei Eurowings Discover Meilen einlösen möchte, und das ist ein Hinweis, wir hatten das ja auch schon mal an anderer Stelle gesagt,
kann jetzt Premium Meilen für Upgrades einlösen bei Eurowings Discover. Als Miles & More Teilnehmer in allen Buchungsklassen von Eurowings Discover Premium Meilen, die eingelöst werden können. Und ganz, ganz wichtig, upgradefähig sind alle bezahlten Tickets in der Economy Class, Premium Economy und der Kurz- und Mittel- und Langstrecke von Eurowings Discover. Warum geht Business Class nicht? Richtig, gibt keine First Class bei Eurowings. Also insofern da kein Stress. Buchbar ist ein Upgrade mit Meilen für Miles & More Teilnehmer über milesandmore.com. Das Callcenter könnt ihr natürlich auch anrufen oder direkt am Flughafen beim Discover Check-in sowie am Gate kurz vor Abflug. Und Aktionszeitraum hier ab sofort. Ja, das gilt ja schon länger. Ich glaube, das ist seit Mai oder wann war das? Also insofern da nichts Neues. Lufthansa Global Spaces, das ist etwas, was man sich merken muss, wenn man Meilen haben möchte, die Konferenzräume betreffen. Wenn man also Konferenzräume buchen möchte, Arbeitsplätze oder Büros braucht irgendwo auf der Welt, kann sich diese unkomplizierten Hotdesk, privaten Büroräume oder Meetingräume mit zugehörigen Übernachtungsmöglichkeiten nutzen. Und man kann sammeln, pro Euro Umsatz eine Meile. Für die Erstnutzung des Services gibt man sogar noch mal zusätzlich 500 Prämienmeilen on top. Die Buchung erfolgt ganz einfach über den Miles & More Account und ist für die Testphase in 5 Städten möglich. Berlin, München, Barcelona, Singapur und New York. Wenn die Testphase wirklich gut sein soll, dann ist diese Work-from-Anywhere-Lösung weltweit in Ausrollung. Entwickelt und umgesetzt wurde das Angebot von Lufthansa Innovation Hub. Lufthansa Innovation Hub ist die Schnittstelle zwischen der Lufthansa Group und dem globalen Travel and Mobility Tech Ökosystem, um das Reisen von morgen zu entwickeln. Dabei geht es darum, sämtliche Services entlang der Reisekette miteinander klug zu vernetzen und digitale Lösungen zu entwickeln, die das digitale Reisen nachhaltiger machen. Achso, nee, digital ist es ja gar nicht, sondern das richtige Reisen nachhaltiger machen. Langfristig möchte die Lufthansa Innovation Hub mit digitalen Lösungen jeden Trip so einfach wie möglich machen. Doch hier war doch digital. Also insofern gar nicht so falsch, was ich gesagt habe. Dann lasst uns mal weiter gucken. Top-Angebote zum Meilen sammeln, die müssen wir beim Online-Shopping immer wieder beobachten. Und im August bei Miles & More kann man sammeln 15.000 Meilen beim Abschluss von einem Cablemax 15-Tarifvertrag bei Vodafone. Ja, ganz genau. 10.000 Meilen gibt es immer noch bei Dozen. Ich weiß gar nicht, wer auf den Namen gekommen ist. Dozen. Für das Jahresabo im August, am 13. bis zum 14. August sogar 15.000 Meilen. Also insofern merkt euch das, wenn ihr das haben wollt. Wer bei Bild-Zeitung das Plus-Abo haben will, kann das mit 2.400 Meilen sich versüßen lassen. Zehnfache Meilen gibt es bei Peter Hahn. Am 13. und 14. August sogar 15-fache Meilen. Sunglass Hut, Winzeri, Kiehl's und Jack Wolfskin geben einfach 10-fache Meilen. Aktionszeitraum ist hier der 1.8. bis zum 31.8. Weiter geht's bei Miles & More mit 10-fach Meilen sammeln, auch wenn es um Reisen geht. Und zwar im August sammelt man 10-fache Meilen bei ausgewählten Partnern. Das wären Hertz, Marriott, Peter Hahn und Winzeri, die haben wir doch schon alle gehabt. Aber 8-fache bei Octane, 6-fache bei Otto, 5-fache Meilen bei bol.de, Volksversand, Apotheke, HRS gibt noch 5-fache, 4-fache Meilen bei Best Western und bei Lieferando. Wer bei Saturn einkauft, 3-fache, auch hier wieder ganzer August Aktionszeitraum. Ein Partner, den ich gefühlt auch fast jedes Mal dabei habe, ist Booking.com. Lufthansa Miles & More Teilnehmer, die im August eine Unterkunft mit Booking.com buchen, erhalten doppelte Prämienmeilen pro 1 Euro Umsatz. Darüber hinaus gibt es mindestens 15% Rabatt in ausgewählten Unterkünften bei Reisen bis zum 30.09. Ja, was soll man dazu sagen? Machen noch ein bisschen Werbung für Booking.com. Heißt 28 Millionen Angebote, 150.000 Destinationen weltweit. Flexibilität bei der Stornierung ausgewählter Tarife und Buchungen sowie 24 Stunden 7 Tage die Woche Kundenservice in mehr als 40 Sprachen. Ja. So weit geht das. Dann Steigenberger. Bei Steigenberger können wir bis zu 4-fache Meilen sammeln. So gibt es im ersten Aufenthalt sogar doppelt, für den zweiten Aufenthalt 3-fache und für den dritten Aufenthalt 4-fache Meilen bei Hotels der folgenden Marken. Icons 500 bis 2000 Meilen. Dann Steigenberger Hotels und Resorts sind 500 bis 2000 Meilen. Jazz in the City ist nur Jazz in the City, ist ja nur ein Set. Sind 500 bis 2000, Max bei Deutsche Hospitality 250 bis 1000, Intercity Hotel 250 bis 1000, Sleep Hotels mit Z, Sleep Hotels
250 bis 1000 Meilen. Ja, Sleep Hotel. Wo gibt es eigentlich ein Sleep Hotel? Muss ich mir mal angucken. Hotels, Cars and Points, 30% mehr Meilen für Hotel- und Mietwagenbuchungen. Miles & More Teilnehmer, die im August ein Hotel oder einen Mietwagen über Hotels und Cars bei Points buchen, erhalten zusätzlich zu den immer mindestens 1000 Prämienmeilen pro Nacht im Hotel oder mindestens 250 Prämienmeilen pro Tag für einen Mietwagen 30% mehr Meilen für ausgewählte Hotel- und Mietwagenangebote. Buchungszeitraum 1.8. bis 31.8. Jetzt kommt als letzter, ja, das letzte, das ist der Holiday Check. Da gibt es 100 Meilen pro Bewertung. Wir haben das doch schon mal gesagt. Das ist ja auch wieder nur eine Erinnerung. Ab sofort erhalten Miles & More Teilnehmer wieder 100 Prämienmeilen für jede abgegebene deutschsprachige Hotelbewertung auf holidaycheck.de. Und wenn man ein Neukunde ist, erhält man nochmal 100 Prämienmeilen zusätzlich. Pro Teilnehmer können bis zu 10 Bewertungen pro Monat abgegeben werden. Ich hoffe, ihr habt letzten Monat schon die 10 gemacht. Dann könnt ihr diesen Monat wieder 10 machen. Also 1100 gemacht, dann wieder 1000. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Damit sind wir durch. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich sage einfach danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Takeoff dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass eins der Meilenschnäppchen euer Gefallen gefunden hat. Beim Workshop war diesmal nichts, ne? Workshop war nichts. War im Workshop nichts? Ne, beim Workshop war nichts. War nur mal so Online-Shopping. Tja, was soll ich dazu sagen? Bis morgen zur nächsten Ausgabe und abonnieren. Ja, ihr wisst ja, wie es ist, aber wichtig ist, einfach kommentieren und dann sehen wir uns an einem der Stammtische. Also, bis morgen. Ciao.